Wir proben die Oper von Benjamin Britten, die Rape of Lucretia. Das ist eine sehr spannende Oper, nämlich eine Kammerbesetzung mit Sängerensemble von der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Wir sind, ich glaube, 9 Sänger und wir sind, denke ich, alle im Masterstudiengang. Das fing sehr intim eigentlich an, also in einer kleinen Gruppe, wirklich nur der erste Cast und eine Pianistin. Das war sehr direkt. Also es war auch nicht so, dass man irgendwie, da steht jetzt der Dirigent oder so, sondern wir waren wirklich auf einer Ebene und sind so gemeinsam ins Musizieren gekommen und das war was ganz Besonderes, also für uns. Bisher haben wir das noch nie gehabt, eine Kammeroper in der Orchesterakademie des DSOs. Das bedeutet auch, wir fördern verschiedene Fähigkeiten, wir führen gleichzeitig, hören auf das Ensemble, folgen dem Dirigenten. Es ist unglaublich toll, welche Facetten man da auch kennenlernt und auch in der Musik zum Klingen bringt oder die Hattie Chatti und das DSO auch da zum Klingen bringt und man eigentlich die Rolle ja in diesem Zusammenmusizieren unglaublich entdeckt. Man freut sich, das zu spielen, was plötzlich eine tiefere Bedeutung durch gesungene Stimme bekommt. Es ist ja ein ganz lebendiges, intensives Musizieren.